Stadt zum Verlieben. Herzlich willkommen, Mardin. Religiöse und kulturelle Vielfalt macht Mardin zu einer der schönsten Städte der Türkei. Denn hier leben Türken, Kurden, Araber, Assyrer und Aramäer friedlich zusammen. Das heißt Christen, Juden und auch Jesiden. Mardin liegt im Südosten der Türkei. Das einzigartige Stadtbild aus Kirchen, Moscheen und historischen Steinhäusern lässt die Besucher erahnen, wie tolerant die Menschen hier sind. Aramäer, Assyrer, Perser, Römer, Araber, Seldschuken und Osmanen. Sie alle waren mal hier und haben mit ihren Eroberungen Spuren hinterlassen. So etwa wie dieses Bauwerk. Ich befinde mich gerade in einem der wichtigsten und interessantesten Kultorte hier in Mardin. Wow, einfach unglaublich schön. Schaut euch diese Architektur mal an. Safarankloster. Der Name kommt nicht von ungefähr. Beim Bau des Klosters soll man die gelben Blüten des Safrans in den Mörtel gemischt haben, damit es im Kloster gut duftet. Im Kloster sind spätantike Bauornamente noch relativ gut erkennbar. Die Ursprünge des Bauwerks gehen bis ins 5. Jahrhundert nach Christus zurück. Heute lebt der Bischof von Mardin in dem Kloster. Ebenso werden hier in einem Internat christliche Schüler unterrichtet, und zwar in ihrer Muttersprache Aramäisch. Neben historischen Kirchen gibt es auch historische Bauten aus der islamischen Epoche, wie zum Beispiel die Kasimir Medrese. Sie wurde 1469 gebaut und ist mit ihrer beeindruckenden Architektur bis heute erhalten geblieben. Ich bin gespannt, wie die Medrese von innen aussieht. Wir gehen rein! Vorstellen, vor tausenden Jahren haben hier Menschen gelebt. Interessant. Wir befinden uns gerade im Dara Antikente in Mardin. Höhenhäuser, breite Teile der Kirche und der Zisterne sind bis heute verblieben. Befinde ich mich in der unterirdischen Zisterne in Sada. Von außen sieht die Zisterne zwar relativ klein aus, doch beim Betreten wirkt die Höhe überraschend. Immerhin 12 Meter. Wer ein Stück Kultur spüren und Vielfalt erleben möchte, sollte unbedingt nach Mardin kommen.